Servus Leute, zurück zu Let's Play Hearthstone, ein neuer Dungeon Run am Ende vom letzten Boss. Ich habe die letzten Möglichkeiten hier was zu nehmen und ich habe, ja, das habe ich zuerst bekommen, weil es das Beste womöglich war. So viel Nutzen hat es nicht, das schon eher, das habe ich danach bekommen und die Boots of Haste, oh ja, wenn ich die bekäme, ich habe nämlich ein paar erstklassige Karten im legendären Bereich bekommen. Aber wir haben nochmal eine letzte Wahl. Das da ist ein bisschen spät. Das hätte ich gerne am Anfang bekommen. Das wäre dann ziemlich geil. Das da wäre eine andere Art von Brawl, würde ich sagen. Und das da wäre einfach nur Damage. Reduziert um 1, also hätte ich für 3 Mana Dr. Booms Boombox. Wäre ziemlich gut am Anfang, glaube ich sogar. Und ich nehme das auch. Dr. Booms Boombox ist es. So, letztes Pack. Taunt, Spells are fun. So fun. Oder noch mehr Sylvanas Windrunner. Das wäre dann die... Ja, komm, wir nehmen Legendary noch mehr. Ja. Eigentlich bräuchte ich Early Game, aber... Ach du Schande. Oh shit, Asari the Devourer. Ja, ich glaube, ich spiele zum ersten Mal gegen den. Das wird... hässlich, weil er mildert mein Deck. Und ja, ich habe... Wobei, wenn ich die Boots bekomme, dann geht's ab. Wenn ich Glück habe mit meinen Draws, habe ich... könnte es gut sein. Die Boots! Geil. Dann brauche ich große Karten. Ich brauche Yajirash und sowas oder Lich King. Ja, Varian Wrenn. Geil. Oh, das sieht gut aus. Oh, sieht das gut aus. Oh ja. Das ist jetzt nicht so toll. Ich brauche noch mehr große Karten. Ich sollte ein bisschen warten. Ja, weg mit den kleinen Karten. Her mit den großen. Eine noch wenigstens. Reicht mir. Reicht mir. Behold the armies of Stormwind. Naja, besser als nichts. All in. Das muss halt jetzt reichen, bis zum Schluss. Ein Brawl, okay. Okay. The Glory of Wuji Games. Angriff. I will devour this world. Oh, das ist gar nicht mehr so schlecht, oder? Ah, das ist auch nicht schlecht. Wie viel Damage haben wir? 12, 15. Wartet. Aluth Nevadar. Werf doch mal ein paar Karten ab. Jawohl, so eine bisschen Force. Jawohl, die wäre nächste Runde gekommen. Geilo. Ja, Noah Guy ist weg. Schade, aber... Hallo, Sneed, Soul Shredder. Oh ja, sieht gut aus. Hervorragend. Ja. Oh, gute Karten weggefangen. Aber, ja. Ich habe ihn besiegt. Hervorragend. Geil. Welcome to your end. Oh, nur weil ich eine gute Karte am Anfang hatte, habe ich es jetzt endlich mit dem Warrior auch geschafft. Grandios. Grandios. Andernfalls hätte ich es vermutlich... Wird schwierig gewesen. Wäre schwierig gewesen. Erste Mal bekommen, Asari. Erste Mal gleich platt gemacht. Die Bosse, die ich auf dem Weg hin... Oh doch. Die Bosse, die ich auf dem Weg dorthin besiegt habe. Die Ratte, den Trog, no stupid. Dann die Counterspells macht. Dann haben wir hier... Wanna buy some fungus. Dann Battlecry Jinzo.
Ah ja, das war, glaube ich, der große Wurm, der gefressen hat. Dann war hier der Magma Rager, der einfach jeder Kreatur 2 Schaden gemacht hat. Also prinzipiell, die Gegner hierhin waren sehr einfach. Und Asari, dank der Boots of Haste in der Starthand, war auch kein Thema. Und naja gut, Varian Wrynn war auch die beste Art, was ich bekommen könnte. Wobei Yajirash hätte ich auch gerne genommen. Der Lich King wäre auch ganz gern genommen. Sylvanas war sowieso dreimal drin im Deck. Am Anfang bekam ich sogar dieses Deathrattle-Totem hätte ich bekommen. Das hätte mir anstatt das da auch helfen können. War aber nicht notwendig, wie wir sehen konnten. Geil! Damit ist auch beim Warrior-Krönchen. Geil! Dann können wir uns um die anderen kümmern. Mit Hunter habe ich ja erst einmal probiert, mit den anderen weiß ich gar nicht. Ich glaube mich nicht daran zu erinnern, dass ich es mit denen überhaupt bisher probiert habe. Wird auf jeden Fall interessant. Mit Warrior haben wir den schwierigsten, meiner Meinung nach, von den Kartenqualitäten geschafft. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Kampf!